Karin Köller. Ja. Kochen wir zusammen. Kochen wir heute wieder. Was kochen wir denn? Heute gibt's eine wunderschöne Languste. Und zwar... Na, das ist ja... Haben wir dieses Prachtexemplar. Und die wiegt ein Kilo. Und was zum Beispiel bei einer Languste auch besonders wichtig ist, dass es ein Weibchen ist. Das erkennt man daran. Hier, also ein Männchen hat hier keine so Lamellen oder wie man es auch immer nennen mag. Knochenstocken, ja. Oh Gott. Herz. Am besten okay. Und wir machen es einfach das Ganze verabschieden so. Uns. Wir verabschieden uns von ihr. Und der Languste. Wir machen das. Können Sie die kurz festhalten oder haben Sie vor uns? Nö. Wie sagt man? Okay. So halt dann haben wir hier zurück, einen Topf. Dann machen wir uns hier eine Côte Bouillon. Aber. Mit Weißwein. Ja. Ja. Viel Salz. Wenn man mehr Salz hat zu Hause, wenn man mehr wohnt, ja, kann man ohne weiteres Dings mehr Wasser hernehmen. Das ist eigentlich sogar noch besser, ja. Dann schneiden wir uns einfach Gemüse. Und so lange soll ich die halten? Das geht ganz schnell. Okay. Ne? Das Gemüse grob lassen, ja, dass es nicht verkocht, ja. Wenn man so klein schneidet, ist es nichts. Staudensellerie, Lauch. Staudensellerie, Lauch, Champignons, Möhren. So Möhren. Klassisches Bouillon-Gemüse. Genau. Ne? Mhm. Zwiebeln. Tomaten. Kein Lorbeerblatt. Lorbeer ist auch. Hier. Doch. Da hinten. Lorbeer. Ja, frisch sogar. Ja. Dann Zwiebeln. Und Lorbeer. Knoblauch. Gut. So üppig. Ja, richtig. Mhm. Ne? Dann. Klotzen. Yes. Und dann haben wir hier. Man, der ist nicht ganz durchgezähnt, der gibt auch gar nicht so diesen super Knoblauchgeschmack ab. Ja. So. Essig. Weißweinessig? Weißweinessig. Ja. Und? Pfeffer. Körner. Körner. Mhm. Und jetzt verabschieden wir uns für Sie für ungefähr 12 bis 15 Minuten. Gut. Harter Tod. Okay, und zur Languste machen wir uns ein paar schöne Verfalle. Und jetzt haben wir hier den Nudelteig ausgerollt. Ja. Ganz dünn. Ganz dünn. Jetzt machen wir, stechen wir uns den hier so aus. Ja. Und formen uns dann kleine, schöne... Gut. Ich steche der Wahl noch ein bisschen weiter aus. Ah, ich esse ja eh unwahrscheinlich gerne Pasta. Die Pasta ist was sehr Leckeres. Vor allem, wenn sie frisch sind. Ja. Ist natürlich wirklich eine Wahnsinnsarbeit. Ob die, die immer so zu essen kriegen, wenn man sich Gäste einlädt zu Hause und macht das, ob die eigentlich immer so wissen, wie man hier Verfalle formt, zum Beispiel. Gut. Es ist die Zeit langsam um und die Languste ist dann, glaube ich, auch langsam fertig. Jetzt machen wir die Verfalle hier noch fertig. Ja. Und dieser Zitronensaft, den ich mit Oliven aufgemixt habe, ja. Dann mischen wir jetzt einfach Basilikum dazwischen. Ja, dazu, weißt du. Also. Der. Einfach gezupften Basilikum mix mit rein. Und also auch nicht püriert oder so, einfach rein, so wie es ist. Einfach so wie es ist. Und hier die richtig so zusammenkneifen, da passiert nichts, gell? So richtig so, tschak. Sonst gehen sie auf, ne? Genau. Gut, sehr schön. Wunderbar. Das langt jetzt mal. Jetzt machen wir es so, dass wir uns unsere Tomaten mit den Zucchinis schön marinieren in dem Dressing, den wir später als Basilikum-Dressing verwenden werden. Das machen wir wie folgt. Ein bisschen Olivenöl hernehmen. Tomaten rein. Leicht erwärmen. Mhm. Salzen. Mhm. Können wir ohne weiteres ein schönes Basilikum mit reintun. Und dass sie nur so ein bisschen temperiert sind. Ja. Temperiert sind dann das so geben wir die Zucchini dazu, die angebratenen. Ohne Thymian und ohne den Knoblauch. Und wenn es anfängt, dann so ein bisschen zu brutzeln, ja. Dann lassen wir so 5 Sekunden drauf.
Oder halt eine kurze Zeit drauf, ja. Ohne irgendwie Zucken, großartig ohne da. Irgendwas, ja. Bisschen schwenken. Ja. Und derweil? Gut. Wasser ist gesalzen. Das Wasser ist gesalzen. Mhm. Wow, und jetzt da ist er. Der Koloss. Können wir uns um die Dame kümmern. Die Kolossin. Ganz so, kurz, genau, ne? Genau, das, also, das heißt, eigentlich schon. Ja. Jetzt ein bisschen so schwenken. Ja. Genau, so richtig so. Genau. So. Und weiter schwenken. Nochmal so kurz schwenken. Ja. Genau so. Und es langt. Jetzt einfach da stehen. Mhm. Dann haben wir hier den Basilikum. Den nehmen wir so, wie er ist. Die Verfahren noch ein bisschen warten, weil die sind ja auch gleich fertig. Ich sammle sie ja nur schon mal. Ich kümmere mich derweil um die Languste. Ganz fein. Wunderbar. Oder mittelfein? Ganz fein, mittelfein? Ganz fein. Ganz fein. Okay, das können wir jetzt wegtun. Danke. So. Sehr schön. Noch mal ein schönes Messer. In der Mitte. Hm? Ja, ich guck nur. Ich rede. Ich rede mit mir. Ich möchte den Korall gerne noch aufheben. Mhm. Das ist wirklich schon ein Erlebnis und ein Genuss, so was Schönes zu essen oder auch zuzubereiten. Ja, das ist auch ein sehr. Ja, gut. Sind drin. Gut. Hier rein. So, der Normalkoch zu Hause, der schreckt Nudeln immer kalt ab. Darf man nicht. Macht man wahrscheinlich nicht. Macht man nicht. Dachte ich mir genauso doch, wenig, ich mir doch. Wie das man sie mit dass man mit Fett Öl reintut, ne? Fett, weil sonst nicht, bleibt die Soße mit dran kleben. Ja? Und es gleich dazugeben, ja, in das Ragout. Und hier sieht man auch ja an der Languste, ja, dass sie einfach perfekt gegart ist, weil sie einfach in der Mitte noch glasig ist. Oh, die sind wunderbar. Und einfach, es ist wunderschön. Hier irgendwas, die irgendwie unterrühren, die Verfalle oder einfach erstmal so lassen? Einfach so lassen. Gut. Während das angerichtet wird, könnte ich schon mal den Wein holen. Es wird bestimmt ein Wein getrunken zum Essen. Das ist eine gute Idee. Ich mal gucken. Mallorquinischer Wein. Mathia Bat. Sehr schön. Tue ich schon mal hierher und dann müssen wir noch mal nach den Gläsern gucken gleich. Ziehe ich mir einfach das schöne Ragout auf der Languste auf. An. Ja. Den schönen Tomaten. Wunderschön aus. Basilikum. Gehen wir mal so eine Pesto dazu. Pesto eigentlich nicht, eher Basilikum, Zitronen. Vinaigrette. Und das ist es. Das ist es. Das ist es. Dann darf ich Ihnen das reichen. Dankeschön. Sieht köstlich aus. Zum Wohl. Danke. Zum Wohl, danke. Sehr schön. Der passt doch dazu. Ja. Ich hole Ihnen das Besteck. Und eins für Sie. Natürlich. Gut. Das geht ja nicht so. Ich kann ja nicht alleine essen hier. Und
Wunderbar. Mm. Sehr schön. Dann bedanke ich mich herzlich. Ne? Ich mich auch. War wieder mal super. Ich habe viel gelernt. Super Spaß, danke. Ich fühle mich privilegiert, das essen zu dürfen. Ja, danke, vielen Dank. Gut. Ganz toll.